Alter, was geht ab, Leute? Und hier wieder gibt's Ramen. Der Ramen-Experte ist zurück. Digga, es hat schon wieder ein neuer Laden aufgemacht. Voll viele haben mir geschrieben: Hey, den musst du abchecken. Der ist richtig krass. Authentisch japanisch. Irgendwie war das der krasseste in Augsburg und der ist irgendwie hierher umgezogen. Also, das ist typisch japanisch, Leute. So. Diese. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, aber es ist so, weiß schon, laminiert. Laminiert heißt es, glaube ich. Sehr typisch. So, schauen wir mal. Meine Spezialität ist eigentlich Tonkotsu-Ramen. Sehe ich hier aber nicht. Iko-Spezial-Ramen. Oh. Shoyu-Ramen. Black Shoyu-Ramen. Sehr interessante, geile Sachen. Tantan-Man ist auch geil. Vorspeisen. Shinkarage. Spezialkarage. Oh mein Gott, das Wort Spezial lockt mich immer. Okay, okay, okay. Also meine Bestellung wurde noch nicht angenommen. Massiv überfordert sind die. Aber wir drücken noch ein Auge zu, weil die sind echt sehr brandneu eigentlich. Wollt ihr eigentlich, eigentlich müssten die Erfahrung aus Augsburg haben. Update. Also ich bin kurz nach 1 hier angekommen. Es ist jetzt 14:45. Ich habe noch nichts gegessen. So. Chicken Karage. Digga. Wie heißt das? Mein anaboles Fenster ist nicht mehr lange offen. Let's go. Ganz gut. Kann man essen. Nicht so fettig wie andere bisher. Das hat, glaube ich, das wenigste Fett. Und das finde ich sogar gut, weil Chikaraga hat mir ein bisschen zu viel Fett. Aber dadurch auch ein bisschen weniger saftig. Aber trotzdem gut. Ihr habt das Chicken verschlungen. War echt hungrig, Mann. So, Ramen sind da. Iko Spezial Ramen. Bin gespannt. Also ich muss sagen, der Laden hier ist sehr teuer. Ich glaube, das war 25 Euro. Und ich habe geschaut, bei meiner Nummer 1, da gibt es für 18 Euro Wagyu Beef Ramen. Also der Unterschied ist schon krass. Brühencheck, hey. Immerhin haben wir diesmal so einen Löffel. Geile Brühe. Sehr schmackhaft. Umami ist am Start. Der Fettfilm auf den Lippen. So muss sein. Okay. Gib mir erstmal ein Stück Fleisch. Super dünn. Umso schlimmer, dass es 25 Euro kostet. Weil wenn du diese 5 kleinen, dünn geschnittenen Fleischstücke zusammen steckst, dann hast du ein normales Stück Fleisch. Und dafür, dass es so dünn geschnitten ist, ist es gar nicht so saft, so zart. Also das von diesem Vietnamesen letztes war besser. Und mehr. Aber die Brühe hier ist um einiges besser. Also das Fleisch ist jetzt nicht so, wo ich sabbere, anfange zu sabbern und sage, boah, wie saftig. Das Fleisch ist sogar eher enttäuschend. Aber ein bisschen Hack auch hier drin. Ein bisschen säuerlich. Nudelcheck. Let's
go! Gute Nudeln. Schön. Biss fest noch. Das Ei sieht so traurig aus. Also ich bin ja kein Fan von hart gekochtem Ei. Bei manchen Gaben gehört anscheinend dazu, ich weiß es nicht. Aber ich finde die so trocken. Und geschmackslos. Also wenn es so flüssig ist, hat es so richtig geilen Geschmack. Also das Beste auf jeden Fall, die Brühe. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, Hong, natürlich, die Brühe ist auch das Wichtigste bei einer Nudelsuppe. Alles ist wichtig, ja, erstmal. Alles ist wichtig. Jeder kleine Bestandteil, ja, okay? Damit es zusammen harmoniert und zusammen ein Meisterwerk wird. Aber ja, klar, die Brühe ist sehr wichtig. Aber das Fleisch ist schon sehr enttäuschend. Das Fleisch ist nicht sehr enttäuschend, weil es ist immer noch ganz gutes Fleisch. Aber im Vergleich zum letzten Mal. Letztes Mal ungefähr hier. Und jetzt hier. Klar, der schlechteste, den ich gegessen habe, war hier irgendwo. Portionsgröße stabil. Es harmoniert nicht irgendwie. Manchmal kommt so ein sauger Stich. Dann ist so diesen Löffel mit diesem roten Krautding. Und das schmeckt gar nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Die einzelnen Komponenten sind ganz gut, aber zusammen sind sie nicht gut. Kam gerade einer raus, hat mich angeschaut, hat mich angequatscht und gefragt, ob es gut ist. Also ich glaube, ein Mitarbeiter. Ich habe ehrlich gesagt, es geht. Ich weiß nicht, was fehlt, Leute. Irgendwie, es harmoniert nicht, Mann. Es läuft mir nicht die Sabber herunter. Ich denke mir nicht, boah, geil, saftig, ich will mehr. Ich denke mir jetzt eigentlich eher so, ja, hoffentlich schaffe ich den, dass man nichts verschwenden hier. Also, eins auf, ich muss aufessen. Vor allem, wenn es 25 Euro kostet. Dann. Das ist jetzt eigentlich nicht so, boah, ich genieße es, boah, geil. Das fehlt. Obwohl es eigentlich ganz solid ist. Sag's mal für die Kamera. Also, Kuss geht raus an den Koch. Ich weiß nicht, ob auch /Besitzer oder so. Er hat mir ein bisschen erzählt, ja, ich soll nicht so streng sein. Gestern hat er bis 2 Uhr nachts gemacht und dann heute Morgen einkaufen. Und schon um 12 Uhr kommen die ersten Gäste. Abends soll die Brühe auf jeden Fall besser sein. Wobei, die Brühe ist eigentlich solide. Abends soll es auf jeden Fall besser sein, meint er. Und in 10 Tagen frühestens soll ich nochmal herkommen und ihm noch eine Chance geben. Und er sagt mir garantiert 100%, er kann die besten Ramen raushauen. Mit Ansage. Also das feiere ich. Das feiere ich. Er hatte Humor. Er hatte Selbstvertrauen. Ich bin gespannt, wir geben ihm auf jeden Fall nochmal eine Chance. Die waren jetzt nicht schlecht, die waren keine Katastrophe. Aber die waren halt irgendwo in der Mitte. Und er sagt, Digga, das reicht mir nicht. Ich garantiere dir, ich kann die Besten raushauen. So Leute, Essen ging auf den Nacken vom Chef. Wir haben auch eine Weile geredet, er hat mich auch runter in die Küche gebracht. Also erstens, unten ist noch eine fette Location. Er will dann auch noch Sushi aufbauen, aber erstmal muss er sich um die Ramen kümmern. Und der Kerl, also erstmal ist er mega sympathisch und korrekt. Er hat mir halt den ganzen Struggle erzählt. Er will eigentlich, dass alles nur 10 Minuten, also jede Bestellung 10 Minuten maximal dauert. Aber die ganze Vorbereitung, er ist momentan noch komplett alleine. Er will irgendwelche Japaner rüberholen, krasse Köche und so, aber die, ja, irgendwie klappt das nicht so. Echt interessante Sachen hat er mir erzählt, alles gezeigt. Momentan, was er da anbietet, sagt er, von seiner Leistung, von seinem Können, ist nur 40%. Und er will mindestens erstmal auf 80, 85 kommen und dann will er sich den Titel holen. Hat er so gesagt. Er will, dass ich ihn den Besten nenne. Yo, krasser Typ. Wie so ein Anime-Main-Character.
Shokugeki no Soma, Mann. Ja, wir schauen vorbei irgendwann mal die Tage und mal schauen, ob er uns überzeugen kann, ob er die Nummer 1 werden kann. Mit Ansage. Geile Einstellung, geiles Mindset. Wenn alles läuft, also was ich da in der Küche gesehen habe, was er mir erzählt hat, viel Luft nach oben. Also der ist momentan eine One-Man-Army. Er hat noch nicht mal alle Utensilien, alle Geräte, die er gerne hätte. Da geht noch einiges. Also das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Investiert mit Coin Crypto Cashflow generieren. Jeden Tag tracken. See you in business. Und ciao.